Und damit einen wunderschönen guten Abend. Willkommen in Trifunt. Abend ist allerdings schon ein bisschen früh gesagt, weil es ist erst 17 Uhr. Wir fahren heute relativ früh an, damit wir halt lange spielen können. Und ich heiße herzlich willkommen die Maracet und die gute Minerva. Hallöchen. Hallo. Und ich check mal kurz, ob wir gut zu hören sind. Hallo. Ding, 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 ding. Passt. Gut, im Chat haben wir auch schon einen guten Maris und einen guten Rotwolf. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Gruppe vor, die heute ein bisschen geschrumpft ist. Ihr seht hier auf der Seite, da drüben ungefähr hier, gegenüber von mir, noch einen Platz frei. Der gute Seeweger kommt später noch dazu. Ich habe eine Vorgabe für dieses Kurzabenteuer gegeben. Also wie ihr wisst, wir haben ja dieses Jahr vor, einige kleine Kurzabenteuer zu spielen. Das erste hatte der gute Maris geleitet mit seiner Expedition zur glühenden Insel, war auch sehr schön. Jetzt bin ich hier mit dem ersten Kurzabenteuer von mir dran und bei diesen Kurzabenteuern gebe ich ihm so eine Art kleine Voraussetzung oder Richtung, in die es gehen kann. Die Leute haben sich dann eben dort zugeschrieben, was sie interessant gefunden haben. Und dieses Mal war die Vorgabe Familienabenteuer oder Familiengruppe. Das heißt, die drei bis vier Charaktere, die wir hier in den nächsten drei bis vier oder maximal fünf Abenden treffen, sind miteinander verwandt. Ich möchte die Familien zusammen Hierarchie jetzt erstmal ganz kurz von unten nach oben anfangen. Das heißt, wir haben ganz unten mit welchem Alter? 12, 13? 12. Mit 12 Jahren den guten Simon Malloy, gespielt von der Maracet. Bitte beschreibt deinen Charakter mal kurz. Mein Charakter ist gerade frisch in der Pubertät angelangt und kann zaubern, ist aber auch ein Mutant. Damit ist er viel besser natürlich als alle anderen Mitglieder seiner Gruppe oder von mir. Und ja, wie gesagt, voll in der Pubertät drinnen. Stellt euch einen kleinen Draco Malfoy vor, nur vielleicht nicht ganz so schwul. Etepetete. Na, cool ist Draco Malfoy auch. Nein, ich sagte schwul, nicht ganz so schwul. Oh, damit hätte ich kein Problem, aber er ist 12 Jahre alt, die Zeit hat er noch, sich zu entscheiden. Na, aber ja, da, ungefähr stellt euch das vor. Also, er, kleiner Großkotz, lügt gerne, hat ein paar Hobbys, die vielleicht nicht ganz legal sind, von denen niemand was weiß. Ja, freut euch auf ihn. Marit schreibt gerade: Mein Char ist frisch in der Pubertät und meine Fähigkeit ist das Rumzicken. So ungefähr. Ja, direkter Verwandter darüber ist gleich die Mutter, die leibliche, gespielt von der guten Minerva. Die Mutter heißt Sarah Malloy und wird sich jetzt auch kurz vorstellen. Ja, ich bin Sarah, ist eine 35-jährige Dame. Name ist vielleicht übertrieben. Kämpft halt momentan ein bisschen mit ihrem Sohn. Ist prinzipiell Chefsekretärin unter Anführungszeichen in einem Mode. In meinem Reitmodehaus. Also nicht Reitmode, ja, fürs Reiten, sondern der Name Reit. Ja, die heißen Reit. Sie prinzipiell, also nicht, hat keine besonderen Aussehen. Kein besonderes Aussehen. Ich habe gesagt, ich kann halt nicht reden. Ich nehme, was ich kriege. Danke. Es schaut halt trotzdem, dass sie eigentlich immer ganz gut gekleidet und frisiert ist, schon alleine wegen ihrem Beruf. Und sie duftet immer sehr angenehm. Ja.
Ja, in der Familie, jetzt eben erstmal nicht dabei, ist auch noch die Schwester von der Miss Sarah Molloy, die gute Mary Molloy, die somit auch die Tante vom Simon ist. Die ist aktuell Polizistin im Streifendienst und wird heute leider erstmal nicht dabei sein, weil sie auf eine Art Fortbildung ist. Wer heute noch eben später dazukommt, ist der gute Seeweger und der spielt den das Familienoberhaupt, das älteste Familienmitglied sozusagen, den Großvater von Simon und den Vater von Sarah und Mary, einen Herrn Archibald Molloy, der eben schon seit Jahren in Pension ist, ein älterer Mann, tattrig, leicht schrullig, erzählt gerne von früher, wovon man nicht immer alles glauben kann. Ihr werdet ihn nachher erleben. Der wird jetzt erstmal, bis er kommt, noch ein bisschen verschlafen haben heute. Also er ist heute sehr müde, was so den alten Mann nicht schlecht reden kann. Er kann gern mal noch einen Tag lang schlafen. Gut, grundsätzlich ist das das Setting. Wir werden jetzt noch, ich werde jetzt gleich ein Intro vorlesen, womit wir noch das Setting noch ein bisschen genauer erklären, wo wir sind, wo wir stehen, welches Jahr wir haben, wie die Umgebung ausschaut. Daraufhin werde ich mich jetzt hier nochmal zu meinem anderen Bildschirm wenden. Das heißt, genießt und lauscht. Ich könnte aber noch ein bisschen im Tabletop hier währenddessen zeigen, wo wir uns sonst noch hier befinden. Weil eifrigen Triefumschauer ist diese Karte bereits bekannt. So, da das Intro. Sollte man dann noch finden, wenn man es vorlesen möchte. Da ist es. Osor im Jahre 2499, Crime Cargo. Noch immer halten Kriminalität, Korruption und der Hass auf Andersartige die Stadt in ihrem Würgegriff. Das KSI oder auch Crime Cargo Sondereinsatzkommando Isishu hat sich mittlerweile aber einen Namen gemacht und wird sowohl von Einzelpersonen, Firmen wie auch von oberster Landesstelle angefordert. Die Polizei ist immer noch, Moment, immer noch zahlenmäßig unterlegen und ihre wenigen Erfolge basieren auf die wenigen Stützsäulen der Integrität und Unbestechlichkeit. Präsidentin der Vereinigten Staaten, Ramikas, Dr. Belisha Moore, hat bereits ihr sechstes Amtsjahr begonnen und ist immer noch eine starke Verfechterin für die Gleichstellung zwischen Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und gewöhnlichen Menschen. Seit ihrer Amtseinführung gibt es die Möglichkeiten, sich freiwillig als Mutant registrieren zu lassen. Dadurch kann man unterschiedliche staatliche geforderte Unterstützungen erhalten. Das von der Opposition geforderte Registrierungsgesetz ist in ihrer Amtszeit undenkbar. Das erste Diversity Hotel hat im Crime Cargo bereits unter der Unterstützung des KSI eröffnet und bietet Menschen mit Integrationsproblemen in der Arbeitswelt einen festen Job und teilweise auch eine Unterkunft. Musst du kurz weg? Nein, der war noch Okay. nicht. Im vierten Bezirk mit dem Namen Avonfield trägt man, trägt, oder der den Namen Avonfield trägt, hat ein Schulgelände sich ein Refugium geschaffen. Unbemerkt von den meisten Bewohnern werden hier Magier und auch einige Mutanten neben den grundlegenden Fächern auch darin unterrichtet, ihre übernatürlichen Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Unter dem Namen CF Remlin Grund- und Oberschule führt Direktor Magister Otgar Orwell O. Olsen die Schule nun in ihr 20. Jahr und darum wird aktuell eine Schulfeier organisiert. Wir finden uns wieder in der großen Sporthalle, der gerade mit Luftballons und Girlanden geschmückt wird. Doch während die meisten Schüler und Lehrer emsig und gut gelaunt Hand in Hand arbeiten und dem baldigen Event ein schönes Kleid zu verschaffen, hockt ein dunkler Fleck in einer Ecke. Im Schneidersitz mit einem Laptop auf dem Schoß und mit zwei Kopfhörern in den Ohren ist ein dunkler gekleideter Junge ganz in einer anderen Welt vertieft. Neben ihm auf dem Boden verstreut sind seine Schulunterlagen und seine schlampig gepackte Schultasche und Laptoptasche, aus der auch ein Kabel raushängt, die zu einer Steckdose führt. Eine Gruppe von Schülerinnen geht gerade an ihm vorbei und ein Mädchen stolpert über sein Kabel. Wie Dominosteine fallen die vier Schülerinnen um den Jungen auf den Boden, wobei Dekorationsmaterial, Schulunterlagen der Schüler wild durcheinander geschleudert werden. Da werden wir gleich einsteigen und um die Situation ein bisschen darzustellen, werden wir jetzt auch gleich nicht ins Innere der Schule gehen, sondern zumindest die Schule von außen mal zeigen. Damit wir stets wissen, wo wir gerade sind.
Das heißt, ich lade es erstmal den Tisch. Und hoffe, damit niemanden rauszuschmeißen. Die Schülerinnen, die jetzt gerade über den guten Simon gestolpert sind, sind ein paar verschiedene Mädchen, die du vom optischen her kennst, vielleicht ein paar Stufen über dir. Ein Mädel ist dabei, das ist, glaube ich, glaubst du, eine Stufe unter dir, die hast du schon ein paar Mal gesehen, sie hat kurze, struppige Haare, blonde. Und sie sind um dich herum, fallen teilweise um dich herum und stürzen sich wieder auf und schreien dich an. Simon, verdammt nochmal! Du sollst deine Sachen nicht so rumliegen lassen. Dann dauernd stolpert man über dein Kabel. Was soll das nochmal hier? Ich kann doch nicht dafür, dass ihr in eure Gespräche so vertieft seid. Schaut doch, wo ihr hingeht. Du sollst also noch mithelfen. Schau mal, da drüben, die Luftballons sind alle noch nicht aufgehangen. Du hast das jetzt hier nicht am Computer rumzumachen. Was heißt hier Mutant? Ich bin auch Magierin. Sei mal nicht so hochnäsig. Sie sammeln die Sachen ein. Es sind auch von ihnen Schulsachen runtergefallen. Und neben dir liegt eben auch deine Laptoptasche und deine Schultasche. Und dieses eine Mädchen mit den kurzen, struppigen Haaren kennst du an sich. Ihr Name ist Gigi und sie ist eigentlich so Everybody's Darling ein bisschen. Ja? Redet sehr viel und, ja, und ist an sich ziemlich beliebt überall. Komischerweise, jetzt gerade wie sie auf Sachen aufhebt, siehst du, dass sie ziemlich ruhig ist und sich die nur ziemlich komisch anschaut und sie die Sachen einpackt. So. Geht's dir eh gut? Habe ich dir nicht wehgetan? Sie ist ein bisschen an der Schulter abgerutscht. Alles okay. Passt. Sie packt ihre Sachen zusammen. Glaub, das, was dir gehört, zu dir zu schieben. Dann bis später. Ob es mir gehört oder nicht, ich nehm's. Okay. Gut. Ich schaue sofort wieder weg von ihr, weil sie interessiert mich nicht. Ja. Und ja, tu mich wieder mit meinem Computer befassen. Gut. Die Sporthalle wird weiter geschmückt und du sitzt erstmal in deinem, wieder in deinem eigenen Welt sozusagen. Gibst Kopfhörer wieder drauf und bist am Computer. Was tust du denn da am Computer mit dem Unterricht? An und für sich wollte ich nur für mein Lieblingsfach lernen und schauen. Also ich tue in der Schule selber mache ich nichts Illegales. Okay, sehr gut. Also, ich habe auch mieses WLAN dort. Also bereite ich mich im Grunde genommen nur auf den Kurs vor, den fortschrittlichen Kurs, den ich am Abend habe, ja. Weil ich endlich mein Hexengift ausprobieren möchte, das ich gelernt habe, aber noch nicht angewendet habe. Okay. Gut, möchtest du da lernmäßig irgendwie versuchen, dir ein bestimmtes Rezept oder so einzubläuen, also auf dem Bonustoilettwürfel mal kurz, dass du dir was merkst für den Abend? Ja, an und für sich Hexengift-Blindheit habe ich gelernt. Aber du möchtest ja nicht die Zauber an sich machen, oder? Nein, ich möchte einfach nur mich vorbereiten, damit ich den Zauber dann machen kann, wenn es soweit ist. Dann würfelst du auf die Bonustalent, das ich dir für die Schule gegeben habe. Auf magische Ausbildung? Genau. Okay. Klugheit, Intuition. Ich färbe mal kurz einen Würfel da noch ein. Okay. Lila ist der zweite Würfel. Gut. Eins und 14, das fängt schon gut an. Das Abenteuer beginnt mit einer 1. Gut, das nächste Mal, wenn du diesen Zauber machst, jetzt für dieses erste nächste Mal, wird die Probe um 5 Punkte erleichtert. Cool, schreibe ich mir auf. Ja. Also wir können jetzt noch einen kurzen Blick, wenn die Karin noch nicht da ist, auf das Gelände machen. Wir haben hier eine Art Schultor, also bis hierhin führt die eigentliche Straße und dann ist es so eine Art Wiese oder Waldweg bis zu einer Art Schultor oder Steintor, das allerdings nicht verschlossen ist, sondern erstmal nur ein Durchgang ist. Dann haben wir hier außen vor dem eigentlichen Schulgelände ein paar kleine Gebäude. Rechts eine kleine Hütte, auf der linken Seite Ställe, weil es gibt auch Pferde hier, die hier gehalten werden. Dann haben wir außen eine Art kleine Dach für eine Garage, für die Leute, die draußen was tun wollen, überdachte Sitzgelegenheit. Dann haben wir den kleinen Kräutergarten hier und eine Art Turm, wo man eben draußen wo man auch durchgehen kann, dann im inneren Bereich auch raufkommen kann.
Der Zaun an sich wirkt irgendwie magisch, weil er schimmert irgendwie gülden. Besonders auch die Gebäude an sich wirken, als hätten sie irgendeine Art Zauber drauf. Sie sehen zwar aus wie Steinmauer, haben aber eine Art metallischen goldenen Glanz, was das Ganze einem sehr mystischen Aussehen gibt. Was du als mittlerweile langjähriger Bewohner dieser Schule weißt, wenn man hier reinkommt, hat man im Außenbereich einen bestimmten Platz hier. Dieser kreisrunde Platz hier, der muss immer freigehalten werden, weil das ist der Ort, wenn man sich aus irgendeiner Art her teleportiert, kommt man genau hier hin. Das heißt, man kann sich nicht ins Innere der Schule teleportieren, aber im Inneren des Geländes kann man sich hierher teleportieren. Hier werden auch Portale manchmal aufgemacht, wo man irgendwo anders hingeht. Oder hier werden auch die Teleportationsportale trainiert. Gilt das für jede Teleportationszauber? Für jede magische Art auf jeden Fall. Und für die Leute, die sich nicht magisch teleportieren, die werden gebeten, hier aufzuerscheinen. Okay. Ob es Nicht-Magier schaffen, sich hinein zu teleportieren, weißt du nicht. Gut, nachdem wir wieder vollständig sind, können wir weitermachen. Du bist also am Büffeln sozusagen. Siehst eben, wie die Turnsaal aufgeschmückt wird, wie ein großer Tisch in der Mitte aufgestellt wird, wie ein U, also so diese typische Party-U. Als ein Lehrer vorbeikommt, den du kennst, und zwar ein weißer Rorgrim. Rorgrims kann man sich vorstellen wie Dämonenwesen mit langen Schwanz und Hörnern. Allerdings ist dieser Rorgrim ein bisschen anders. Der hat normale Kleidung an, diesmal eine Art schwarzen Anzug. Er hat auch einen weißen Bart und wirkt recht muskulös. Sieht auch, wenn man ihn nicht kennen würde, ziemlich mürrisch aus. Nur wirkt das eben aufgrund seiner Körperform so. Er ist an sich ein sehr netter Mensch. Und mit seinen, ich sage jetzt mal, krallenbesetzten Füßen hat er keine Schuhe an, sondern geht einfach so über den Schul. Flur und jetzt auch eben über den Turnhallenboden und baut sich vor dir auf und erst nach 2, 3 Minuten, nachdem er vor dir steht, bekommst du überhaupt mit, dass er da ist. Wie ist die Rede von Herrn Kaplan Swift? Er schaut so auf dich hinunter. Ah, hallo Professor. Er deutet dir, dass du die Kopfhörer runtersetzen solltest. Möchtest du deinen Kolleginnen und Mitschülern nicht helfen? Ich mache was für die Schule und ich drehe den Laptop um und zeige ihm, was ich gerade mache. Sehr gut, das ist löblich, aber es ist nicht die Zeit dafür. Du bist jetzt hier im Unterricht, damit du hilfst, die Aula aufzuschmücken. Fällt das nicht unter Kinderarbeit? Nein, denn du wirst nicht bezahlt dafür. Okay. Gut, dann pack den Laptop bitte wieder weg. Am besten raus in deinen Spind, wo er hingehört, und hilf mit. In Ordnung. Dankeschön. Geht doch alles gleich viel besser mit dem Lächeln. Er dreht sich um und geht weiter. Ja, ich verdrehe die Augen und schneide eine Grimasse hinterher, aber das war's. Ich tue mich nicht gegen den Professor auflehnen. Okay. Noch respektiere ich sie. Ich räume so langsam, es geht alle Sachen weg. Okay, schön langsam. Ja, es kommt dann ein Junge zu dir, den kennst du. Es ist einer, der nicht ganz so nervig ist. Ich nenne ihn jetzt mal Marty. Und Marty ist deshalb da, weil er scheinbar Visionen hat manchmal. Und zwar von anderen Realitäten. Das macht ihn für dich manchmal interessant, weil er auch von, also du weißt ja von den anderen Von Realitäten. der tiefen Welt? Er kriegt auch Visionen von der tiefen Welt. Und Oh. du nervst ihn manchmal vielleicht damit, dass du genau danach nachfragst. Und Marty kommt zu dir und sagt, ich bin gebeten worden, diese Plakate hier draußen im Gang aufzuhelfen. Magst du mir helfen? Ich muss. Ich kann auch wem anderen fragen, aber ich bin zu Nein, klein. Marty ist schon in Ordnung. Ich mache schon mit, Okay. bevor mir die hier noch mehr auf die Eier gehen. Okay, ich glaube, wenn wir das fertig haben, sind wir dann eh fertig, Tabelle. Nur einen kleinen Moment. Okay. Ich hole einen Schokoriegel raus und stecke ihn mir nach hinten. Er geht davon aus, dass du den einfach in die Hosentasche gesteckt hast. Okay. Wie. Wo ist denn mein Stift? Ich muss dann Plus vergeben. Ich brauche Zucker. Ja, ist immer gut, wenn man sich sowas einsteckt für später. Ja, genau. Okay, wo müssen wir das aufhängen? Ah.
Er geht mit dir mit, also er nimmt dich mit oh raus. Mann, Marty, weißt du, was echt krank ist? Hä? Ich hatte gestern ein Essen mit meiner Familie am Abend und mein Großvater hat auf einmal angefangen zu erzählen, wie schlimm die Jugend heutzutage ist und dass wir nichts leisten. Ah, oh, voll nervig. Kennst du das? Das ist doch furchtbar. Ich meine, am liebsten hätte ich mich gleich wieder irgendwie weggezaubert oder hätte... Ich habe zum Glück nur ein, zwei, drei, zweimal im Monat das Problem, dass meine Großeltern kommen zu uns nach Hause und dann werden wir auch zugelassen. Ich werde immer so in die Backe gekniffen. Macht dein Opa das auch? Ich hasse das. Nein, das macht Opa nicht. Aber weißt du, Opa, der ist so, der erzählt dir was und fünf Minuten später erzählt er dir dasselbe wieder. Ja, das kenne ich. Oh. Und Mama sagt, ich muss höflich und nett zu ihm sein, weil er alt ist. Ich meine, was ist denn das? Ist das ein Verdienst, alt zu sein? Nicht wirklich. Alte Knacker. Okay, also da zwischen den Türen sollen wir jeweils ein so ein Plakat aufhängen. Ich hol mal die Leiter. Wartest du hier? Und ich drück dir, er drückt dir so die Plakate in die Hand. Und siehst eben drauf, wenn du die anschauen wollen würdest, was da drauf steht. Wenn es dir nicht anschaust, ist dir egal. Ich schau mal drauf. Siehst eben drauf, dass übermorgen die 20-jährige Jubiläumsfeier ist. Und dass darauf eben auch ein paar ehemalige Schüler kommen, die es eben weit gebracht haben mittlerweile. Und dass der Direktor selber eine Rede halten wird und dass danach eine Art dass danach immer eine Art offener Ball ist, wo dann alle essen, trinken und tanzen können. Ich bin stark in Versuchung, mit meinem Zauberstab was draufzuschreiben, aber ich lasse es. Möchtest du Selbstbeherrschung würfeln? Nein, ich lasse es. Okay, gut. Du stehst erstmal allein am Gang. Ja, ich lehne mich an die Wand und warte. Gut, dann kommt plötzlich ein anderer Lehrer bei dir vorbei. Professor Magus Dr. August Ion. Dein Tränke-Lehrer. Professor, hallo. Simon, was stehst du hier rum? Hast du nicht was zu tun? Plakate für die Schule. Ah, okay, sehr brav. Ja, habe ich freiwillig gemeldet. Mhm. Und worauf fahrst du denn jetzt? Auf einen anderen Kollegen, damit wir das darauf im Schüler, Marty. Ich hab mir das Hexengift durchgelesen. Ich glaube, ich werde es heute zusammenbringen. Ich glaube, heute schaffe ich es. Welches möchtest du da momentan? Blindheit. Blindheit, okay. Ja, hast du auch ein potenzielles Opfer gefunden, was dann dir bei dem du austesten darfst? Ja. Okay, sehr gut. Na, freue ich mich drauf. Wir haben ja am Abend heute noch zwei Stunden, eine Doppelstunde, oder? Ja, genau. Sehr gut. Na, dann sehen wir uns später nochmal. Ich freue mich schon. Sehr gut. Dann viel Glück noch. Wollt ihr nicht Magie verwenden, um das Ganze raufzumachen? Ich kann leider keinen Telekinetik-Zauber oder sowas. Na gut. Das Wutschen und Wedeln musst du noch üben, okay. Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen. Das musste ich jetzt bringen. Entschuldigung. Wenn ich nicht Muggel sagen darf, dann darfst du das auch nicht sagen. Ich habe nur eine Anspielung gemacht. 10 Punkte für Dumbledore, was ich vorher schon sagen wollte. Okay, ich versuche es zu hinterlassen. Okay, er dreht sich um und geht weiter. Danach kommt Martin und hat die Leiter mitgebracht. So, gehst du rauf oder soll ich? Oder magst du unten halten? Ich halte unten. Okay. Gut, während du da am Vorbereiten bist, werde ich einen kleinen Switch machen. Oder möchtest du noch was mit Martin ausspielen? Ich tue noch weiter meckern, aber das ist nichts Neues. Gut, dann machen wir einen Switch rüber ins Büro der guten Mutter. Ich ändere dazu wieder den Tisch. Jetzt sehe ich gerade, dass ich das mache, was ich geschrieben habe. Das nehme ich fürs nächste Mal, wenn ich Kinder zum Arbeiten animieren will. Ja, ein bisschen spät, aber okay. Sehr gut. Also ich habe spät gelesen. Gut, wir haben hier einen Haupteingangbereich, zu dem auch die gute Madame einen Schlüssel hat. Da wird gerade ein Kellerkobold gebracht, der... Er hat gerade auf Opa gemacht. Sehr gut. Schöne Grüße. Gut, also hier sehen wir auch schon das Logo der Firma Right Mode. Und wir haben hier das Büro
ziemlich offen gelegt. Auf der rechten Seite, wenn man reinkommt, hat man, also eigentlich, wenn man reinkommt, hat man erstmal vorne eine Art Empfang. Das ist hier der Tresen hier, wo meistens eine Empfangsdame steht, die eben, wenn Leute dazukommen, die dann dorthin bringt, wo sie hin sollen. Auf der rechten Seite hier haben wir das eigentliche Office, also das mehr Büro. Hier hat eine Person, und zwar die gute Miss Sarah Malloy, einen großen Tisch. Es gibt aber hier noch 2, 4, 6 weitere Sekretärinnen, die unter ihrer Arbeit stehen. Dann haben wir hier noch eine Art kleine Vorproduktionsstätte. Und auf der linken Seite ein sogenanntes Testlabor für neue Materialien. Es gibt auch noch einen goldenen Besprechungssaal mit einem riesengroßen Bildschirm. In dieser Minibar-Küche kann man sich was zum einen Snack machen oder was zum Trinken nehmen. Alles hier ist kostenlos für die Mitarbeiter. Es gibt ein separates Firmenlager, wo auch verschiedene Materialien mit Zahlencode verschlossen sind, wo nicht jeder alle Zugriffe drauf hat. Also auch die leitende Chefin hat hier nicht alle Codes, weil das teilweise firmeneigene Waren sind für andere Abteilungen noch. Dann haben wir hier in der Mitte zentral das Büro von Robert Wright und von Chloe Cronwood. Das ist das Hauptbüro von dem Chef, wo eben auf der Seite auch noch dieses Wright-Mode auch noch ein großer Bildschirm ist, wo man auch noch was anzeigen lassen kann. Die beiden haben auch noch jeweils eine Art private Unterkunft, die eben teilweise für die beiden zur Verfügung gestellt wird. Und dann gibt es halt noch eine Toilette und ein Bad. Das ist ein sehr luxuriöses Büro. Und es hat auch noch es gibt auch noch mehrere Stöcke mit verschiedenen größeren Fabrikationsebenen. Also es gibt noch Maschinen, wo halt noch Sachen, die schon länger in Produktion sind, eben täglich hergestellt werden. Hier ist sozusagen für neue Sachen, die werden hier designt, besprochen, ausgetestet. Das wird hier alles gemacht, auch teilweise mit Designern, die eben von anderen, die eben private Designer sind, die sich hier anmelden können und so. Darf ich nur sagen, ja? Es ist Wahnsinn, dass du ein eigenes Logo für eine nicht existente Firma machst und dann auch noch das Büro, Teppiche und dergleichen damit ausstattest. Das ist Liebe zum Detail. Danke. Ja, ist wohl so. Ich finde, das passt halt auch mit diesem Gold dazu. Also beim goldenen Saal ist sogar der Boden gold lackiert und der Tisch gold. Also es ist einfach Prunk par excellence, übertrieben bis zum geht nicht mehr. Es ist alles nicht alles wirklich Plattgold, es ist einfach teilweise nur die Farbe und lackiert, aber es schaut gut aus. Auch die Kissen, die da zum Sitzkissen sind, sind schwarz-goldene Kissen. Also, ja. Man kann sich hier satt sehen ein bisschen. Gut, also, die gute... Ich werde jetzt ein paar Figürchen reinstellen. Bum, bum, bum. Und zwar kannst du da mal dir deinen Namen auf diese blaue Figur geben. Und dann gebe ich da mal ein paar rote Figuren hier. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Damit ich deine Kollegen da mal ein bisschen bremse. Du kannst dich da noch gleich in deinen Bürosessel reinsetzen, wenn du möchtest. Dein Sitzplatz ist hier. Ein Moment. Ich habe ehrlich gesagt nicht für jeden deiner Mitarbeiter einen Namen. Ja, das sind Lucy Lacey. Das sind also nur weibliche Sekretärinnen, oder wie? Nein, bin schon fertig. Ich bleibe nur bei 2. Lucy, Lacey, Larry. Und Lenny. Und Karl. So, was wir auf jeden Fall haben, ist in der Werkstatt noch einen, also im Testlabor noch einen. Und in der Werkstatt noch einen. Also so viele Leute sind mindestens da. Beim Empfang nehmen wir Melinda. Im Testlabor haben wir
Professor Casilius. Dasilius, gut, Dasilius ist auch besser. Und dann haben wir hier in der Maschinenabteilung Ingenieur Diana. Wie heißt denn die von Atlantis, die diese Autos repariert? Weißt du das noch wer? Die mit diesen Latzhosen. Nein. Egal, aber die stelle ich mir gerade davor. Okay. Tarlulu. Tarlulu klingt auch nicht schlecht. Deine Sekretärin darfst du benennen, wenn du möchtest. Oder Sekretärin. Ja, ist gut. Gut, ja, also es ist ein normaler Alltag bei dir gerade im Büro. Es ist schon, du bist schon so gut 2 Stunden schon da. Alles rennt normal. Du kriegst auf deinem Laptop in der Arbeit ein paar Anfragen von privaten Designern, die Vorschläge bringen wollen, ob sie vielleicht bei Right Mode aufgenommen werden und in die Produktion gehen können. Ist aber nichts dabei, wo du wirklich sagst, okay, das ist besonders gut, weil die meisten, die Designer sind, haben noch nicht verstanden, dass Right Mode an sich Mode mit Funktionsware ist. Das heißt, alle eure Sachen sind nicht nur schön, sondern die haben auch einen Zweck oder dienen einen Zweck. Das haben die meisten Designer nicht wirklich verstanden. Ihr habt zum Beispiel auch kugelsichere Westen designt, ihr habt zum Beispiel auch Tauchmode designt, ihr habt verschiedene Hochleistungssportmode designt für Rennfahrer und sowas. Und diese Funktion mit dem Design unter einen Hut zu bringen, ist das, was deine Aufgabe eigentlich ist. Dass du die ganzen Designer dazu bringst, dass sie auch Materialien verwenden, die eben auch Funktionen erfüllen sollen. Zu deiner Information, ihr habt mit eurer Vorproduktionsmaschine, die Fließbandmaschine, immer wieder leichte Probleme, weil es eben eine der ältesten Generationen ist. Ihr habt in der eigentlichen Hauptproduktion Hightech-Sachen, aber eben die für euch nur zum einen Durchgang zum Trainieren, ist euch eben ein älteres Modell zur Verfügung gestellt. Deswegen ist die gute Miss Zalulu auch teilweise genervt von der Maschine. Ja, Da muss sie durch. Da muss sie durch. So, wem hattest du jetzt deinen Namen gegeben vom Sekretären? Zum Beispiel? Ja, ich beschreibe sie schon. Nein, gib mir mal irgendeinen Namen jetzt mal nur. Ja, eine heißt auf jeden Fall trotzdem Lucy. Gut, Lucy. Lucy steht auf und sagt, ich hole den Kaffee, will noch werden. Gerne, Lucy. Sehr gut. Und sie geht raus und holt sich einen Kaffee. Da läutet dein Telefon. Ring! Ring! Hallo? Hebst du hier wieder vier? Was? Red weiter. Servus, mein Leuer, am Apparat, bitteschön, was kann ich tun? Miss Cronut hier, ich dachte, Sie melden sich mit Right Mode. Ja, Sie haben mich unterbrochen. Was kann ich denn tun, bitte? Ich rufe nochmal an. Sie legt auf. Ja, die Mitarbeiter müssen das lernen. Ring! Sehr, Right Mode. Warte ein bisschen. Sehr, Mikro. Mit eurem Apparat, bitteschön. Ja, das wird doch immer besser. Miss Cronwood hier. Miss Meloy, ich wollte Sie darüber informieren, dass wir heute am Nachmittag vorbeikommen werden, Mr. Wright und ich. Wir werden am Nachmittag ein paar Gespräche führen müssen. Also 6 Augengespräche, der Boss, meine Wenigkeit und jeweils die einzelnen Personen. Wir würden mit Ihnen beginnen wollen und danach einzelne Personen noch zu einem 6-Augen-Gespräch führen wollen. Weil wir wahrscheinlich die nächsten 2-3 Tage dafür brauchen werden, würden wir auch gerne sicher gehen, dass unsere Unterkünfte bereitstehen. Und wenn es geht, dass eben auch vielleicht was zu essen hat. Wobei ich nehme an, dass der Mr. Wright sich wieder was bestellen wird. Also wenn eine Tiefkühlpizza da ist, wäre nicht schlecht. Der Küche ist eh was da. Sehr gut. Wie ist die Stimmung an sich im Büro momentan? Eigentlich ganz gut. Das alte Laufband, nicht Laufband. Förderband funktioniert manchmal nicht. Drum ärgert sie. Im Testbüro, oder? Ja, genau. Okay, in der Produktion funktioniert alles. Ein bisschen. In der eigentlichen Produktion funktioniert alles? Ja, da funktioniert alles. Sehr gut. Ausgezeichnet. Gut, also wir werden so 15 Uhr, 16 Uhr kommen, wenn der Chat pünktlich landet. Bitte bereiten Sie da alles vor und
Ja, und bereiten Sie und informieren Sie auch die Mitarbeiter, dass Sie, wenn Sie eigentlich Schluss hätten heute, Sie bitte, wenn möglich, länger bleiben, bis wir das Gespräch mit Ihnen geführt haben heute. Ist in Ordnung. Falls Sie nachfragen, kann ich Ihnen noch sagen, worum es geht? Es geht um einen möglichen Großauftrag, den wir demnächst entgegennehmen können, der uns fördern würde und wir dazu eben eventuelle Strukturierungen machen müssen. Ist in Ordnung. Gut, was wollte ich noch? Einen Moment, ich gehe gerade meine Liste hier durch. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ja, wie gesagt, wenn die Mitarbeiter heute nicht kommen, wir sind maximal 3 Tage im Büro. Das heißt, wenn sie heute nicht länger können, dass sie zumindest morgen für das Gespräch bereit sein sollen. Ich werde organisieren, dass alle bis morgen spätestens mit Ihnen gesprochen haben. Ausgezeichnet, mir Leute, dann bis später. Danke, wiederhören. Wiederhören. Piep. Und Lucy kommt mit dem Kaffee zurück. Dankeschön. Bitteschön, Ihr Kaffee. Sie trinken ihn ohne Milch, nicht wahr? Ja, danke. Aber mit 4 Zucker war das? Wenn er jetzt drinnen ist, trinke ich ihn auch mit 4 Zucker. Ist normalerweise nicht notwendig. Wie viel sind normalerweise? Einen, zwei, ist egal. Ein, zwei, okay, ich trinke, also, prinzipiell mache ich mir auch sonst. Okay. Lucy, wir müssen einiges organisieren. Die Chefs kommen heute. Oh, echt? Beide? Oh, ja. Ja. Alleine war und die ich möchte mit allen Mitarbeitern ein 4-Augen-Gespräch führen. Keine Sorge, es geht anscheinend um einen Großauftrag. Wir müssen nur schauen, ich glaube, Barry hinten. Barry, du gehst normalerweise um 2, oder? Ja, ich habe heute einen 14. Schluss. Schaffst du es länger hier zu bleiben oder nicht? Wenn nicht, dann schauen wir, dass du morgen wieder früh gleich drankommst. Ich werde mir eine Liste erstellen, damit ja jeder, ich weiß noch nicht, wie lange so ein Gespräch dauert, aber. Ich muss meine Frau anrufen, ob sie den Kleinen dann abholt von der Schule. Ja, probier's mal. Wenn nicht, dann werden wir es morgen in der Früh gleich schaffen. Okay, na, dann telefoniere ich. Mach es. Das ist Barry, jetzt sagtest du. Gut. Wir haben die Lucy und Barry. Gut, Miss Miller, kann ich was helfen? Soll ich was vorbereiten? Ja, bitte. Ja, am besten in die, Sie gehen in die, schauen, dass die Privatgemächer mal in Ordnung sind. Es ist ja eh alles in Ordnung. Wir lassen sie ja immer, nachdem sie da waren, gleich wieder frisch machen. Und schauen Sie mal, ob irgendwas in der Küche da ist. Aber prinzipiell ist es eh immer in der Küche irgendwas nachgefüllt. Ich werde dann noch kurz in die Vorproduktion raufgehen und werde Ihnen Bescheid sagen. Ich schreibe mir nur vorher eine Liste, wann wer kann. Alles klar. Gut. Ich melde Ihnen dann, wenn ich durchgegangen bin. Super. Ausgezeichnet. Danke. Und Lucy geht in die Privatgemächer. Stirn. Ach so, sie kommt wieder zurück. Ich bräuchte die Schlüssel für die Privatgemächer. Die sind ja nicht offen für ihn. Du hast die. Ja, ja. Bitteschön. Danke vielmals. Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Ja. Okay. Gut, du klärst erstmal mit den Leuten hier ab, wann, wie lange sie bleiben können. Genau. Ich schaue, wie bis auf Barry können alle bleiben. Barry okay, ich schaue wirklich, dass ich so viel wie möglich von allen Leuten, die halt hier arbeiten, jetzt hier herum arbeiten, zusammenbekomme und schreibe eine Liste auf, wann wer könnte. Gut, du weißt, dass noch ein paar Leute heute nicht da sind, die eben morgen Dienst haben. Die könntest du jetzt telefonisch anrufen oder du weißt eh, dass die morgen da sind. Also ich weiß, dass sie morgen da sind. Schau, dass ich so viel wie möglich für heute einteile und den Rest teile ich für morgen in der Früh heim. Okay. Dum, 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 dum. So, das wollte ich noch. So, da, jetzt muss ich nur kurz was raussuchen. War zwar ein Huster, aber Gesundheit. Dankeschön. Oh. So, da, während du da gerade am Herumorganisieren bist, kommt bei dir ins Büro, also bei euch im Großraumbüro, setzt du dich da bitte her? Nein, sie bleibt stehen. Gut, sie sitzt da. Eure Empfangsdame namens Melinda herein und sagt,
Miss Malloy, eine Miss Gentleman wäre hier und würde um einen Termin bitten zum einem Gespräch. Schicken Sie mir doch. Sie wartet draußen. Ja, ich komme mit raus. Du kannst übrigens das goldene Büro jederzeit verwenden. Das ist das, was du auch für einzelne Gespräche verwenden kannst. Theoretisch hättest du auch den Schlüssel für das Chefbüro. Das unterlässt du aber wahrscheinlich meistens. Nein, das ist nicht notwendig. Okay. Gut, du begleitest sie wieder raus. Und ihr geht zu hinten zu diesen drei Bänken, wo eben der Wartebereich ist für die Leute, die eben warten sollen. Logisch. Und du siehst da eine Dame mit hellbraunen Haaren zu einem geflochtenen Zopf gebunden, die, sobald sie dich sieht, aufsteht. Und sie hat einen Aktenkoffer dabei und wirkt an sich sehr gut gekleidet und irgendwie eine Chefin sozusagen, aber hat ein freundliches Lächeln drauf. Sie tritt dir gegenüber, sagt: Guten Tag, Miss Gentleman, mein Name, und sie hält die Hand hin. Servus, Leute. Willkommen bei der Filmerei. Ich wollte mich mit Ihnen unterhalten wegen eventuell einem Auftrag, den wir vielleicht für Sie haben. Ja, ich kann mir das gerne mal anhören, kann mir gerne mal Notizen machen, und werde das dann weiterleiten an unsere Obrigkeiten. Die können dann entscheiden, ob wir das in einen Auftrag annehmen oder nicht. Servus, sagt, brauchen Sie mich noch? Nein, danke sehr. Miss Gentleman, lassen Sie uns ins Büro gehen. Ich gehe mit Ihnen Sehr ins gerne, sehr goldene gerne. Büro. Sie sieht sich um und beim Weg dorthin, es ist schon sehr prunkvoll hier alles ausgestattet. Dann geht Das die ist Tür richtig. auf und du siehst den goldenen Boden und sie muss kurz die Augen zusammenkneifen. Sehr prunkvoll ausgestattet. Ja, unser Chef mag Gold. Man sieht's ja, wenn man sich leisten kann. Es ist nicht alles wirklich Gold. Okay. Gut, warum bist du jetzt Melinda? Ich bin nicht Belinda. Du bist nicht Melinda. Ich bin noch Sarah. Bist du? Ich habe die falsche Person mitgenommen. Aber du sagst doch bis dann, Sarah. Ich habe verstanden. Ja, stimmt, der Ich muss habe der. falsch. Ja. Also Melinda hat gefragt. Brauchen Sie noch was? So. Gut, dann setzt du. Es ist auch immer ein Laptop da. Und dann ist da eben sicher noch ein Platz, wo die Person sich da zusetzen kann. So. Also, Miss Milloy war das, glaube ich. Ich leite momentan das erste Diversity Hotel in der Stadt. Und wir haben zwar schon ein paar Mitarbeiter und es funktioniert momentan alles recht gut. Sind nur momentan dabei, eventuell Arbeitskleidung uns zu überlegen, die eben sowohl das Firmenlogo als auch eben die Namensschilder drauf haben. Und aufgrund bestimmter Vorkommnisse wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir ein paar Sicherheitsmethoden für diese Kleidung hätten. Besonders brandfeste Materialien wären nicht von Nachteil. Jetzt wissen wir allerdings nicht genau, wie das hier möglich ist und welche Möglichkeiten Sie uns anbieten können und in welchen Preiskategorie das eben abspielen wird. Ich kann Ihnen sagen, ich habe aktuell ca. 50 Mitarbeiter. Da sind allerdings auch drei dabei, die eine spezielle Anfertigung bräuchten. Also einer dabei mit vier Händen und ein recht umfangreicher Charakter. Darum bräuchten wir da wahrscheinlich Maßarbeit. Ist prinzipiell kein Problem, werden wir auch das hinbekommen. Was können Sie uns da so anbieten und in welcher Kategorie ist das ungefähr? Wir werden sicher einen Katalog haben, oder? So Ja. über Du kannst doch immer auf dem Computer ein paar Material. Sachen zeigen. Ja, ich eben. Ich kann Ihnen dann gerne hier ein paar Materialien zeigen, die wir zur Verfügung haben. Den Gesamtpreis kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viel Ausmaß dann die Sonderanfertigungen benötigen. Jedoch, wir werden uns auf einen Preis einigen können, nehme ich stark an. Ich zeige Ihnen mal, was wir haben. Muss ich einfach Computer bügeln? Du kannst auf deinen Beruf würfeln.
Und das ist eine 15. Und noch eine 15, Doppel 15. Sehe ich gerade, dass der Rotul vorher was geschrieben hat. Ah, der hat nicht automatisch umgeschalten von dem Host von vorhin. Er hat den Anfang verpasst. Ah, das ist schade, Rotwolf. Das tut mir leid. Hast vielleicht, ich weiß nicht, dass du drauf gekommen bist, weil wir waren kurz bei der Magierschule, wo der gute Simon war. Da hast du den Anfang verpasst, vielleicht. Aber wir schauen dann nachher nochmal dorthin. Gut, ich nehme an, du hast deine Probe 2x15 geschafft. Ja. Sehr gut. Ungefähr kannst du ihr vorschlagen für die ungefähr die Menge an Personen und eine Standardgröße von Large, von Small bis X Large, von circa 20.000 Dollar für normale Kleidung. Wenn Feuerfest dabei ist, auf 30.000 Dollar und für die Einzelanfertigungen jeweils 5.000 Dollar. Ihr seid ordentlich teuer. Ja, aber dafür funktionieren die Sachen. Richtig. Richtig. Das kannst du dir vorschlagen und du kannst dir noch zusätzliche Special-Sachen auch noch andrehen wollen, vielleicht. Da kannst du dich gerne austoben, von wegen kugelsicher, von wegen, was weiß ich, lasergeprüft oder sonst irgendwas. Gibt Nicht es sonst noch, magnetisch zum Beispiel gibt geht es auch. sonst noch mal Mutationen bei Ihnen im Raum, im Hotel, wo schon einmal etwas passiert ist? Also passiert ist jetzt nicht wirklich viel, aber dadurch, dass wir eine hohe Fluktuation haben an verschiedenen Mutationen, die bei uns da sind, ich weiß nicht, ob Sie die Firma kennen, mit der ich hier arbeite. Wir haben regelmäßige Wechsel in unserem Personal und da kann immer wieder alle möglichen Arten von Mutationen kommen. Wie schaut es denn mit den Vorhängen in den Räumen eigentlich aus? Mit Vorhängen haben wir momentan ganz normale. Es sind im Eingangsbereich relativ bunte und in den einzelnen Zimmern, je nachdem passend zu den Zimmern, teilweise weiße mit Stuck und teilweise ganz normal blickdichte schwarze. Ja, aber die sind nicht irgendwie gefährdet, auch durch die Sie Bewohner? sind normal, also haben keinen Feuerschutz. Es ist aber auch noch nichts passiert. Das heißt aber nicht, dass nicht was passieren kann. Also, wenn wir da irgendwie ein Angebot von ihm bekommen mit feuerfesten Vorhängen, wäre es natürlich auch praktisch. Vor allem, wenn dann alles einheitlich ausschaut, macht natürlich auch was her. Genau, das habe ich mir ja gedacht. Ich werde das mal mit unserem Chef besprechen. Vielleicht finden wir da eine Einigung, wo wir dann einen insgesamten Preis machen könnten. Weil ich bin mir nämlich auch nicht sicher, wie unsere Chefs zu ihrem Hotel nämlich stehen. Also prinzipiell glaube ich schon, dass sie eigentlich auf ihrer Seite stehen. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja eine Unterstützung. Verstehe. Und wenn es deine Möglichkeit gibt, würde ich mich natürlich über jede Unterstützung freuen. Man kann auch dann gerne darüber sprechen, wenn eine Art Partnerschaft besteht, dass auch in unserem Hotel dann ein Aushängeschild stehen kann, von wegen, unsere Mitarbeiter wurden eingekleidet von Rightmode oder sowas. Ist sicher auch nicht schlecht, ist wieder Werbung für die Firma. Darüber kann man gerne reden. Aber das würde ich dann auch gerne mit Herrn Robert Wright persönlich besprechen. Ja, natürlich. Die Chefs kommen heute in die Firma und ich werde mal schauen, ob ich mir jetzt dann einen Termin mit Ihnen dann auch zugleich Ich gebe Ihnen ausmachen hiermit kann. gerne meine Karte. Dankeschön. Und wenn Sie eine Zusage bekommen, dass er gerne Näheres möchte, können Sie gerne mit mir einen Termin mit ihm ausmachen. Und wenn Sie eine Absage haben, sagen Sie mal bitte Bescheid. Ja, natürlich, mache ich gerne. Gut, dann haben Sie noch Fragen? Nein, weiteres habe ich jetzt einfach einmal aufgenommen, was Sie brauchen würden. Ja. Bei den beiden Herren, wo wir die Sonderanfertigungen haben würden, müssten Sie die dazu hierher kommen, damit Sie diese Maße und so was machen, oder würde dann jemand zu uns ins Hotel kommen können? Es wird auch jemand zu Ihnen kommen können. Prinzipiell reicht es aber uns theoretisch auch. Wir werden ja jetzt auch Gewand anhaben, irgendein Gewand anhaben, wenn Sie uns so ein Gewand schicken könnten. Ah, okay. Das kann ich mit ihm besprechen. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Gut, dann von meiner Seite aus war das ein sehr produktives Gespräch und denke ich mir, Sehr gut, dann war begleite ich Sie super. gerne wieder hinaus. Vielen Dank. Gut. Dieser Boden macht mich fertig. Gut, ihr seht es draußen neben die Melinda. Sie sagt, und kann ich noch irgendwas tun für die Damen? Nein, danke, das eigentlich nicht. Gut, dann Miss Gentleman gibt nochmal die Hand. Vielen Dank, Miss Malloy, und wir hören voneinander. Einen schönen Tag. Wiedersehen. Gut, und sie geht raus. Oh, ganz neugierig, die Empfangsdame. Und haben wir einen neuen Auftrag?
Warten wir mal, hört sich gar nicht ganz lukrativ an. Vor allem, den könnten wir noch ein bisschen Werbung für die Firma machen. Ausgezeichnet. Da wird der Boss sich freuen. Wir haben ja leider nicht mehr so viele Großaufträge momentan. Richtig, ja. Ach so, ja, angeblich soll anscheinend jetzt ein Großauftrag ankommen. Darum sollen wir alle heute hier bleiben. Oder halt morgen in der Früh, je nachdem. Aber wann hätten Sie denn Zeit? Der Boss kommt heute her? Ja, der Boss kommt heute her. Ja, ich bin bis um 17 Uhr da. Ah, das wird sich ausgehen. Gut, ich schreibe sie mal auch auf die Liste für heute. Sehr gut. Und was will er dann? Also, er macht ein Gespräch mit allen oder wie? Ja, so habe ich es verstanden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich schreibe mal lieber alle auf die Liste. Besser, ich vergesse keinen und wir können dann noch wegstreichen, wenn nur was weitergesagt bekommt oder so. Okay. Wichtig sind wir alle hier, also. Sie grinst dich an. Professor Dasilius kommt vorbei, der, mit dem du meistens über die verschiedenen Materialien redest. Das ist eigentlich euer hauseigenes Genie, was Materialien betrifft und bei dem du dir auch bei bestimmten Anzügen Tipps geholt hast. Ja. Er geht bei dir vorbei und sagt, guten Morgen, wir haben es heute noch nicht, oder? Nee, wir sind morgen, nein. Wie geht's? So Neues? Ja, die Böse. Die Chefs kommen heute und wollen uns gerne alle besprechen. Na toll, ist in Ordnung. Sind sie mal wieder eingeflogen ins Land. Wer weiß, wo die wieder waren. Keine Ahnung. Diesmal weiß ich es auch nicht. Ich werde mir mal kurz einen Snack machen. Mach das. Gut. Er ist ein leicht untersetzter Mann, so um die 40 Jahre herum, hat einen Schnauzbart und auch meistens eben so eine Art Overall an, und aber drüber ein Laborkittel, also Mischung zwischen verrückter Wissenschaftler und Mechaniker irgendwie. Und ja, er geht da mal zur Bar. Übrigens, die Bar ist ausgestattet nicht nur mit leckeren Snacks und Kaffee und so Getränken, sondern in einem eigenen Fach, für die es einen eigenen Schlüssel gibt, den du hast, gibt es auch erlesene Weine, Champagner und Sekte und andere alkoholische Getränke, die gerne mal für Festivitäten rausgeholt werden. Es ist auch nicht unüblich, dass sich dass Postboten oder Lieferungen hierher kommen, die eben vom Herrn Wright und Miss Cronwood hierher gebracht werden, ohne dass sie es angekündigt haben, einfach. Sondern dass sie dann hier was herbringen lassen, die müssen es dann einfach annehmen und entweder direkt in die Weinkammer geben oder eben da ins Lager reinstellen. Sind wir schon gewöhnt, ja. Gut, ansonsten würde ich jetzt sagen, wäre dann langsam erstmal Zeit für dich, Mittag zu machen. Wenn du nicht irgendwas ausspielen möchtest hier. Also möchtest du noch zum Beispiel jetzt zu der Ingenieurin gehen oder so? Ja, ich gehe nur rauf und schau, ob sie heute am Nachmittag da ist. Das ist alles. Also schreib sie auch, sage ich auch, dass sie durchhalten soll. Vielleicht schaffen wir es doch irgendwann einmal eine andere Maschine zu kriegen, weil wir eben jetzt vielleicht einen Großauftrag bekommen und dass sie da bleiben soll, weil wir eventuell auch sie den Chef sprechen möchten. Nein, der Chef möchte sie sprechen. Okay, na dann wird sie darauf gut reagieren. Passt. Dann gehst du dann wahrscheinlich, verabschiedest dich dann und sagst, du bist dann am Nachmittag wieder da. Genau. Dann switch ich wieder. Tu mir noch schnell bitte die restlichen Leute hier benennen, dann kann ich den Tisch hier abspeichern und dann haben wir immer die Namen hier. Also wir haben hier einen Barry und ich gebe dir noch einen Karl dazu. Es muss einfach ein Karl dabei sein. Barry und Karl sitzen da hinten. Dann, wo ist jetzt dann? Wo ist denn Lucy jetzt hin? Lucy, ich weiß es auch nicht. Achso, die ist ja runtergegangen, stimmt ja. Die ist da, die Zimmer machen. Stimmt. Die kommt auch zurück, sagt. Die Zimmer sind soweit in Ordnung. Ich habe nur noch unterm Bett noch einen Schlüpfer gefunden. Den habe ich in die Wäsche gegeben. Ist gut. Keine Ahnung, wer den übersehen hat, aber jetzt ist er weg. Gut aufgepasst. Danke. Gut. So, da. Lucy ist da. Hast du jetzt noch einen Namen gegeben, Wim? Nein. Lucy ist da.
Ich schreibe mal Bridget. Bridget? B-R-I-D-G-E-T. Könnte man Brigitte sagen? Könnte man Brigitte sagen? Bridget, Lucy. Dann gebe ich noch eine Veronica dazu. Ist gut, ich habe noch eine Valerie. Valerie, Veronica, Lucy, Bridget, Carl und Barry. Das ist doch mal eine Gruppe. Dann speichere ich mal den Tisch so ab. Gut, ich komme gleich. Die sieben tapferen Schneiderlein. Schneiderlein! Der war gar nicht so gut. Entschuldigung, den musste ich jetzt so bringen. Ja. Right-Mode. Override. Ich habe Reitmodetisch overrided. Der war auch nicht gut. Und wir gehen nochmal in die Magierakademie. Wenn ich sie finde. Da. Ich habe sogar einen eigenen Tag- und einen Nachttisch dafür. Der Nachttisch schaut so geil aus. Egal, ob wir jemals in der Nacht hierher kommen oder nicht, aber ich muss ihn euch mal zeigen. Das schaut so cool aus. Wie gefällt dir denn das, die Magierschule dabei? Ich mag sie. Schaut es zu sehr nach Hogwarts aus? Nein, ich finde sie cool. Okay. Gut, du bist fertig mit deinem Freund Plakate aufhängen. Und es läutet doch tatsächlich schon. Und er sagt, ich muss jetzt noch eine Stunde lang warten, hab schon eine Stunde den nächsten Unterricht. Es zahlt sich bei mir gar nicht aus, nach Hause zu gehen. Tja. Pech gehabt. Ich gehe. Bye. Tschüss, Simon. Ciao, Marty. Okay. Du gehst hinaus. Ich werde dich jetzt auch mal kurz einbauen. Du bist grün meistens. Gehst da höchstwahrscheinlich da beim Haupteingang raus und Sekunde, mache ich noch ein bisschen kleiner. Als du gerade rauskennst, du hast alle deine Schulsachen und dein Laptop da alles wieder mit, nehme ich an. Immer. Ruft dir jemand hinterher eine süßlich dünne Stimme? Moment. Jetzt werde ich angeschrieben. Okay. Eine süßliche Stimme ruft dir hinterher. Simon, warte, ich komme mit. Was? Du schaust dich um, siehst diese junge, eine Unterstufe mit den zerschrubbelten am blonden Haaren, ruft dir hinterher und rennt dir eben hinterher, bis wartest du, bleibst du stehen, bis sie aufgeholt hat, oder gehst du einfach weiter? Ich bin aus Schock stehen geblieben. Okay. Entschuldigung, ich werde da gerade angeschrieben. Passt. Okay. Wenn du da stehen geblieben bist, holt sie eben an und sagt, ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass wir da vorher so über dich drüber gefallen sind. Mary war echt nicht nett zu dir. Das ist sie nie. Was meinst du, du kommst mit mir mit? Naja, ich nehme an, du wolltest da am Heimweg gehen. Ich glaube, wir haben eine Zeit lang den gleichen Heimweg. Du gehst doch auch die 43. runter, oder? Ja. Stört dich das, wenn ich dich begleite? Nein. Okay. Du musst halt nochmal in die Schule, oder? Und sie geht mit dir da die Treppen runter? Ja, ich habe den fortgeschrittenen Kurs für Zaubertränke. Oder bin ich noch am Anfang? Ich finde Zaubertränke voll spannend. Besonders finde ich Tränke interessant, die tatsächlich die Fähigkeit von jemandem blockieren können. Das finde ich total spannend. Hast du darüber schon was gelernt? Ja, ich habe ja schon den Kurs, den du jetzt gerade machst, gemacht.
Ja, aber ich habe so einen Trank noch gar nicht gelernt oder haben noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob sowas noch drankommt dieses Jahr. Moment, ich krieg gerade was. Und zwar. Kissen hostet uns jetzt. Yay! Hallöchen, Kissen. Schön, dass du da bist. Danke für den Host. Ja. Das heißt, du hast den dieses im selben Jahr noch noch gelernt wie wir oder hast du Gelernt letztes haben Jahr? wir nicht, nein. Gelernt habt ihr nicht, okay, aber Aber drüber gelernt. wir haben drüber gelesen. Außerdem, wenn du in die Schulbibliothek gehst, da gibt es auch ganz tolle Bücher drüber. Okay. Oder online kannst du auch schauen. Da gibt es eine Datenbank, die hat uns unser Professor zur Verfügung gestellt. Von der hat er, glaube ich, auch schon mal gesprochen, aber ich bin computermäßig so gar nicht viel fit drauf. Okay, die Kleine interessiert mich jetzt absolut nicht mehr. Ich sag nur noch, Da bräuchte ich jemanden, der mir mal ein bisschen was zeigt. Also ich kann schon einen Computer hochstarten, ein paar Spiele spielen oder sowas, aber irgendwie, was ich eigene Datenbank erstellen oder sowas, kann ich gar nicht. Okay, ich gebe dir einen NSC zum Anspielen. Wenn du nicht anspielst, können wir das überspringen. Wir können es gerne ausspielen, nur ab dem Moment, ab dem sie sagt, sie kennt sich mit Computern nicht aus, ist sie für Simon der absolute Noob und er will nichts mit ihr zu tun haben. Vielleicht kann sie was anderes sagen, womit sie ihn wiedergewinnt. Das mit den Zaubertränken war ja schon nicht schlecht, er hat mehr als einen Satz gesagt. Ich würfel mal auf Flirten. Oh, viel Glück. Warte, ich würfel offen, Fairness halber. Auf was würfelt man da? Ja, wie heißt das? Betören, oder? Betören, okay. Ich brauche jetzt nicht großartig die Werte da sagen, aber ich würfel einfach die zwei Würfel hier. Und wir sehen dann, wie gut es ist. 17 und 30, okay. Ja, du hast Spiel keinen daraus. Bock, mit dir zu spielen. Also, vor allen Dingen finde ich es halt voll öd, die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen. Ich glaube, das passt nicht. Ich habe viel lieber irgendwelche aktiven Sachen draußen. Also, wenn wir zum Beispiel verschiedene Zauber draußen im Schulhof was testen, das finde ich viel spannender. Bist du auch hin wieder draußen und trainierst welche Zauber? Ich habe die draußen noch nicht gesehen. Manchmal werde ich dazu gezwungen, ja. Ah, dann, wenn die ganze Klasse rausgeht, oder wie? Ja. Das heißt, so in den Pausen trainierst du nicht draußen selbst. Nein. Warum nicht? Ich mag nicht gerne in der frischen Luft sein. Aber frische Luft ist doch angenehm. Wer es mag. Okay, sie trifft schon ein Fettnäpfchen ins Nächste. Diese Liebe hat keine Zukunft. Aber es macht Spaß, so zu spielen, ganz ehrlich. Man wünscht sich, man könnte so sein. Gut. Okay, also ich gehe auch immer schneller. Okay, an der Kreuzung, wo ihr jetzt in einen anderen Weg gehen wird, sagt sie, also ich glaube, wir sehen uns dann heute nicht mehr. Dann noch einen schönen Abend. Und möchte gerade die Hand hinreichen, als du wahrscheinlich dich vielleicht wegdrehst, oder möchtest du sie doch noch die Hand geben? Ich schaue die Hand an, ich sehe sie an und sage, sorry, ich mag keine Germophob. Ich, ja. Was Und bist du? hin. Thermophob? Germophob. Germophob? Ist das ansteckend? Lies es im Internet nach und ich gehe. Finde ich gut. Okay. Dann machst du dich am Heimweg. Ja. Da wirst du nicht großartig viel Aufregendes erleben. Du musst auch eine Busstation fahren, damit du rechtzeitig noch zu Hause bist. In der Busstation an sich ist so ein kleiner Bildschirm an der Ecke mit so Werbedinger, die eben sind. Da kriegst du auch mit KSI. Neuer Erfolg. Sie haben einen Mutanten festgenommen, der ein nachweislich ein Mörder ist und sie haben ihn eingesperrt. Also, endlich mal ein Erfolgserlebnis. Ja, und dann trefft ihr euch, würde ich sagen, erstmal zu Hause. Das heißt, wir öffnen nun zum allerersten Mal den eigenen Heimwerkstisch. Dazu möchte ich jetzt bitte ganz kurz, dass ihr den Tisch blind macht. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Unser Haus ist sicher cool.
Also ihr habt ja eine Umgebung von dem Haus, da habt ihr schon mal das Haus an sich auch euch ausgewählt. Das Stream kennt jetzt die Umgebung noch nicht, das werden wir ein anderes Mal noch sehen. Aber darum habe ich das Haus selber hier auch noch. Okay, wir warten, bis Telefonat vorbei ist. Ich habe das Haus selber jetzt hier auch noch draußen hingestellt, damit man eben von außen weiß, wie es außen ausschaut und dann auch den Aufbau des Hauses sieht. Das heißt, bevor wir reinschauen, erkläre ich nochmal, wir haben eben ein Erdgeschoss, einen ersten Stock, einen zweiten Stock und ein Dachgeschoss. Und dein Zimmer, lieber Simon, ist oben im Dachgeschoss. Während das Zimmer oder die Wohnung deiner Mutter ein Geschoss weiter unten im zweiten Geschoss ist. Das erste Stock ist vorwiegend eben sowohl für eure Tante, als auch da ist auch die Küche und das Esszimmer drinnen. Und das Erdgeschoss ist eben für den Opa dran, wenn er nicht so viele Stufen steigen muss. Gut, aber bevor du reinblickst, mute ich mich mal kurz. Okay, wir werden den heutigen Stream, der vom Glück verfolgt ist, kurzzeitig nachher pausieren müssen, weil wir Für 10 Überraschungsgäste Minuten. bekommen. Aber da werden wir dann trotzdem die Aufnahme stoppen müssen, damit ich das dann nachher separat online stellen kann. Okay. Aber ich hoffe, dass das sich kurz hält. Und jetzt spielen wir erstmal weiter. Prost. Können wir schon? Also ihr habt hier links eben das Gebäude stehen mit der grünen Tür, den zwei Fenstern links und rechts, dann eben erst und zweiter Stock drei Fenster oben und das Dachgeschoss hat eben ein großes Fenster in den separaten Raum werden, nach hinten raus zum Dach. Sehe ich gerade, dass es hinten auch einen Eingang hat, aber der ist nicht da. Es hat hinten einen Eingang. Egal. Schaut euch mal die Wohnung an von mir aus. Soll ich sie ein bisschen beschreiben? Wir haben die Zeit zum Strecken. Ja, zeigen wir ja. Also, wenn man reinkommt, hat man erstmal einen großen Empfangsraum, wo man eben auch die Jacken der ganzen Familie sieht. Das da vorne ist ein Schuhregal. Man hat die zwei Bänke, wo man sich in Ruhe die Schuhe anziehen kann und alles. Wenn man reinkommt, links hat man so das eigene Hauslager, könnte man sagen. Hier sind verschiedene Sachen, die nicht mehr gebraucht werden oder Ware, die teilweise für die Firma von der Mutter kommt, angeliefert werden und abgeholt werden irgendwann mal. Man hat hier auch Fässer für irgendwelche Sachen, die man mal gebraucht hat oder so, oder vergangen oder was. Farben oder verschiedene Flüssigkeiten. Da geht man rechts rein, hat erstmal eine Art kleiner Zwischenlager für Holz, weil die ganze Wohnung hier wird mit Feuerholz beheizt. Weil sieht auch in einzelnen Räumen immer wieder so kleine Heizungen drinnen. Ziemlich oldschool. Dann ist rechts eine Art, ich sage jetzt mal Zwischenraum. Denn danach ist das Gästezimmer, das nicht oft verwendet wird. Hin und wieder schläft die Tante da unten, wenn sie glaubt, dass der Opa regelmäßig in der Nacht Unterstützung braucht, dann zieht sie vom ersten Stock runter ins Gästezimmer. Aber grundsätzlich ist das meistens leer. Wenn man bei dieser Tür reinkommt, geht man sozusagen in den Salon. Der hat in der Mitte eben die große Wendeltreppe, die das ganze Haus miteinander verbindet. Dahinter ist ein Klavier. Ich weiß nicht genau, wer von euch Klavier spielen kann, aber es steht ein Klavier hier. Das gehört in viele Wohnungen rein. Mit ein paar Bänken, wo man sich eben halten kann. Auf der rechten Seite hier haben wir hier einen Zugang zu einer kleinen Toilette mit einer kleinen Dusche, die auch einen Zugang zur Wohnung vom Opa hat. Der eigentliche Eingang zum Opa seiner Wohnung ist aber auf der anderen Seite da links. Da ist nämlich ein großer Eingang, wo auch erstmal ein betonierter Sockel noch am Boden ist. Denn hier hat der Opa ein altes Motorrad stehen, an dem er hin und wieder noch rumschraubt. Ich weiß nicht, ob das ewig das so ausspielen will. Ich habe es hier mal reingepackt, wenn ich es rauslöschen will, kann ich es auch rauslöschen. Aber ich fand es recht cool. Das ist also so eine Art Mischung am Werkstattraum mit verschiedenen Utensilien, die er hin und wieder verwendet. Auch seine Medizin ist da vielleicht, da steht da vielleicht rum. Also, das ist so der Beschäftigungsraum für den Opa, wo er hin und wieder was rumschraubt. Dann haben wir hier einen kleinen Altar mit einer Büste der sogenannten Statue der Anita Wen und einem Buch namens das Grimoire, beziehungsweise
Beziehungsweise, das hat auch noch einen anderen Namen, das Buch. Und zwar, das Timoir ist nur ein Gedicht, ein Text drin. Das Buch selber ist das Tribirian. Das ist so die Bibel von diesem Glauben. Weil er an sich und teilweise auch die Familie eben dem Dreigötterglauben frönt oder zugehört. Haben sie hier einen kleinen Altar. Dann gehen wir weiter zum Büro, ehemaligen Büro des Großvaters, als er noch ein Büro gebraucht hatte. Zumindest hat er hier noch einen Punkt, einen Ort, wo er in Ruhe schreiben kann, wenn er möchte. Hat auch hier einen kleinen Computer, wo er eben Sachen scheinbar abgespeichert hat, von früher vielleicht, oder zumindest Fotos rennen hat hin und wieder. Und dann ist da sein Schlafzimmer mit einem Bett und einem hübschen Bild, mehr oder weniger hübsch. Ein Bild halt. Ja, hat einen Wecker noch am Schreibt am Nachtkästchen stehen. Und dann hat er so sein eigenes kleines Fernsehkämmerchen, wo er dann halt teilweise stundenlang rumsitzt, Fernseh schaut und teilweise mit den Zeitungen liest und eben über die Welt meckert. Also oft ist er hier anzutreffen. Hat aber eben auch einen eigenen Zugang zum eigenen Bad und Toilette, damit er es nicht so weit hat, um sich sauber zu machen. Dann gehen wir die Treppen hoch in den ersten Stock und sind dort im Salon des ersten Stockes. Hier haben wir einen Kamin, einen großen Kamin mit drei Bänken zum gemütlich am Kamin sitzen und haben auf der rechten Seite auch ganz viel Feuerholz. Auf der linken Seite noch ganz viele Stühle, falls noch Gäste kommen, wo man sich dann noch irgendwie gemütlich im Raum verteilen kann. Es sind zwei gemütliche Sofas hier. Und ansonsten sind links und rechts in diesem Salon mehrere Regale und wie heißt denn das? Schubladen, wo halt verschiedene Kram drin ist, von Scheren über Nähzeug, über verschiedene Sachen, die man im Alltag so brauchen kann. Wir fangen auf der linken Seite bei diesem Zimmer hier an. Da geht es nämlich zur Wohnung von der Tante Mary, die eben hier erstmal ganz normal schlichte Wohnung hier haben würde. Ein paar Koffer, die teilweise mit Zahlenschloss zugesperrt sind. Da sie Polizistin ist, weiß man nicht genau, was da drin ist. Dann hat sie hier separat eine Art, ich sag's mal, Uniformraum, wo sie auch ihre Uniformen in Spinden haben, vielleicht auch das ein oder andere Material, das sie in der Arbeit brauchen würde. Dann hat sie einen Umkleideraum, wo verschiedene Gewänder drin sind. Und dann hat sie einen Trainingsraum hier. Das hier grüne in der Mitte hier ist eine Art Trainingsmatte, wo sie Kampfkunst trainieren kann. Sie hat auch eine Trainingspuppe da. Und einen Schießplatz, sage ich jetzt mal, wo sie von hier aus steht und dann schießen kann. Sie schießt allerdings nicht auf die Sache in der Mitte, sondern auf die drei kleinen Trainingsziele rundherum. Die Sache in der Mitte ist ein eigener Tresorraum oder Panikraum. Wenn man da hineinschaut, sieht man, dass da auch eine Art Notfallsunterkunft drin ist. Das heißt, es ist Wasser hier drin, es ist Verpflegung hier drin, es sind eventuell auch Einsatzwaffen von ihr drinnen, die eben versperrt gehören und eben. Ja, drei Bildschirme. Oldschool-Bildschirme. Aber da machen wir erstmal wieder zu. Gut. Wenn wir den Raum hier weitergehen, haben wir auf der linken, auf der rechten Seite hier die nächste Toilette, die nichts Großartiges ist, eben eine Toilette. Wenn wir dann den Raum unten hineingehen, haben wir hier den großen Speisesaal. Hier wird auch oft gefrühstückt, wenn alle da sind. Der Speisesaal hat aber auch eine gemütliche Couch-Ecke, womit man sich auch abends gemütlich zusammensetzen kann, um gemeinsam Film zu schauen oder gemeinsame Videos anzuschauen, sonst irgendwas. Auf der rechten Seite haben wir hier dann eine Art Lagerraum, wo verschiedene Bestecke und Geschirr und das feine Geschirr hier lagern kann. Hier nochmal eine Sitzecke, bis man dann wohin wieder die Sachen angerichtet werden. Und dann hier eine relativ umfangreiche große Kühlküche mit zwei großen Kühlschränken und Tiefkühlbereichen. Wenn man den Esssalon auf die andere Seite verlässt, hat man hier eine richtig gemütliche, geniale Bar, die eben auch eine Knautschecke hat, also eine Art mit Matratze ausgestatteten Hängematte, die eben eingebaut ist in eine Art runden Holz. Regal, wo man sich richtig gemütlich hinsetzen kann, auch was lesen kann. Die vier Ecken dieses Raumes sind mit vier Mitbringsel des Großvaters von irgendwann aus seiner Vergangenheit mit geschmückt, irgendwelche Tiki-Masken oder sowas. Und hier hält man sich eben auch hin wieder auch auf, wenn man Gäste hat.
Außer man geht noch einen Raum weiter und kommt hier zur privaten kleinen Tanzanlage. Also hier gibt es eine Art Tanzsaal im kleinen Bereich. Man kann hier verschiedene Karaoke, Was geht hier wirklich noch raus? keine Ahnung. Man hat an der Decke die verschiedenen Lautsprecher. Und hier gäbe es dann noch die Verbindungstür zur Tante, die aber meistens zugesperrt ist, damit keine Musik in ihr Zimmer reinkommt. Das ist der erste Stock. Dann gehen wir in den zweiten Stock, haben hier einen relativ kargen Saal. Also hier ist nicht großartig viel ausgestattet. Im Hauptsaal gerade mal zwei Bänke, zwei gemütliche. Dann haben wir eigentlich hatten wir hier, genau, hier oben ist der Zugang zum Badezimmer, zum einzig großen Badezimmer. Hier haben wir eine Badewanne und einen Schminktisch und einen großen Ganzkörperspiegel. Dann haben wir separat hier noch eine Dusche eingerichtet und auf dieser Ecke noch eine Toilette. Dann gehen wir ganz unten hinein. Hier haben wir auf der linken Seite eine hauseigene Sauna stehen für bis zu 4 Personen. Auf der rechten Seite dazu passend ein Raum für die eigenen Handtücher für die Sauna und sowas. Dann noch einen Zwischenraum für ich weiß nicht was. Und dann haben wir das Brettspielzimmer. Das trotz der Tatsache, dass ein junger Mann hier heranwächst und im Spielalter ist, sehr selten verwendet wird. Hin und wieder bringt die Mutter dann doch die Familie dazu, einen Spieleabend zu vollziehen, und dann ist dieses Zimmer dann die Hölle auf Erden für den 15-Jährigen wahrscheinlich. 12. Zwölfjährigen, Entschuldigung. Wenn wir den Saunaraum auf der anderen Seite verlassen, gehen wir noch durch einen Zwischenraum durch zu einem Warteraum. Hier hat die gute, wie heißt der gerade nochmal? Doch, ja. Sarah. Sarah ein Wartezimmer eingerichtet, falls sie tatsächlich irgendwelche Leute von ihrer Arbeit hierher bringt, dass sie hier warten können, weil wenn man in einen Raum weitergeht, hat sie hier Arbeitszimmer, ein kleines Büro mit Ausstattungen von Riot Mode selber, mit ein paar Einrichtungsgegenständen und auch einen Zugang zum Computer in der Arbeit. Und ja, hier hält sie sich manchmal auf, wenn sie von hier aus ihre Arbeit nachgeben muss. Sie hat auch einiges Unterlagen hier von der Firma selber. Das ist auch in Ordnung vom Chef aus. Wenn man Ich habe da noch hier. eine Frage. Ja? Ja. War er nicht der Opa verheiratet? Ich meine, irgendwo kamen wir her. Mehrfach. Was? Mehrfach, mehrfach. Ja, Sie starb ein paar Jahre nach deiner Jahre Geburt. nach deiner Unsere Mutter. Ja, nach Aber der sie waren Mutter und Schwester. verheiratet. Ja, die waren verheiratet. Okay, passt. Also, ich habe das nicht mit ihnen abgesprochen, ich bestimme das jetzt einfach mal. Nein, nein, passt schon. Es ist nicht so wichtig, es gibt nur einen Grund, warum ich es dir dann Okay, sagen muss. okay. Wir haben hier eben dann noch ein Anziehzimmer für die Mutter und eben auch ihr Schlafzimmer. Ziemlich schlicht eingerichtet mit einem Fernseher noch und einer Vase. Aber eben auch hier dieses schwarz-goldene Teppichlogo von der Firma ein bisschen mit eingebaut. Nicht zwar das Logo selber, aber die Farbmuster selber irgendwie. Wahrscheinlich gesponsert bei Riot Mode Industrie. Irgendwann mal mit nach Hause gebracht. Oder vielleicht vom Chef selber gesponsert, so nach dem Motto: Ach, sie richten sich ein Büro bei Ihnen ein. Ah, ich schicke Ihnen ein paar Sachen für die Wohnung. So kann ich mir das gut vorstellen. Ich nehme es, warum nicht? Eben. So, und dann, ja, dann sind wir mit dem Stock hier fertig. Dann gehen wir rauf ins Dachgeschoss. Hier ist ein bisschen enger, dafür ist es auch vollgestopft. Man könnte sagen, der Saal hier ist eine eigene kleine Bibliothek. Zusammengesponsert von den literarischen Sammlungen des Großvaters über die Sachen, die Mutter und die Tante irgendwann mal interessant gefunden haben und nie weggeschmissen worden sind, bis hin zu den Unterlagen, die auch teilweise schon der Sohn hier sich bestellt und bringen hat lassen. Wir beginnen hier bei dieser Nische hier. Hier sehen wir einen außenstehenden Computer-Terminal-Turm mit eigenen gekühlten Servern, die der Sohn sich mittlerweile bestellt und gezahlt haben lassen von der Mutter, die im Laufe der Zeit eben da zusammengespart worden sind.
Hier haben wir dann, wenn man außen rundherum geht, eine Reihe von verschiedenen alten Objekten und Kisten, die sich in den Jahren angesammelt haben. Auch Sachen dabei, die vielleicht seit 30, 40 Jahren im Haus vergammeln, weil eben das Haus eben vom Großvater selber irgendwann mal errichtet worden ist und seither hat sich eben einfach einiges angesammelt. Wenn man dann hier ankommt, kommen wir hier zu der Toilette von der Etage. Auch die ist nichts Großartiges, Aufregendes. Hier haben sich allerdings ein paar Spinde hin verloren, die eben sonst irgendwo hinstellen konnten. Auch da sind eben haben also sich Handtücher und sowas drin. Und dann geht's hier zum großen Top-Secret-Zimmer des jungen Mannes. Er hat hier erstmal ein Ankleidestudio mit vorwiegend schwarzen Roben und oben ein paar andersfarbigen Kleidungsstücken. Dann ist sein Vorraum hier sein kleines Labor, könnte man sagen. Hier hat er seine Unterlagen und seine Stoffe für verschiedene alchemistische Sachen. Er wollte eigentlich einen Sarg als Bett haben, das hat ihm seine Eltern aber dann nicht, seine Mutter nicht erlaubt, und hat er zumindest einen Schrank als Sarg im Sargdesign bekommen, wo er ebenfalls Materialien und Utensilien für seine alchemistischen Trainingseinheiten hier verbirgt. Und dann geht's in sein Gothic-Zimmer, sage ich jetzt mal. Ganz dominierend ist über dem Bett eine Art ein blutiges Jesus-Poster. Ihm gegenüber steht ein gerahmtes Bild des ersten Superhelden in der Stadt, Mr. Trismer. Daneben ist eine Art Lampe mit Drachendämonenengel, mit Drachenfledermausflügel, die halt eine Lampe ist. Aber jetzt mein wichtigstes Schmuckstück. Komm, komm. Und eine kleine Steinstatue eines gewissen Gerald Grimalkins, der aus irgendwie einen Weg hierher gefunden hat. Von dem sie jedes Mal was anderes erzählt, wer das ist. Was halt noch viel Raum hier einnimmt, ist seine eigene Computerstation, die eben zwei große Bildschirme und einen kleinen Infobildschirm hat. Und links daneben, eben hier, noch ein kleiner Terminal, dieses schwarze Ding, das nicht gekühlt ist, das hin und wieder ein bisschen Zicken macht, aber trotzdem recht stabil ist. Das Ganze ist halt verbunden miteinander, aber er hat einiges an Computerkapazitäten mittlerweile zusammengesammelt in den letzten paar Jahren. Dass man sich alles um $25 im Monat leisten kann, ha? Ja, wenn du wüsstest, wo ich das alles her habe, Mama. Meine Das ist. Voodoo-Stoffpuppe erwähnt noch. Ja, die liegt natürlich auch im Bett, neben dem Bett. Eine Voodoo-Stoffpuppe, weil er hat auch da seine Trainingseinheiten schon. Und er hat ein bisschen Schmutzwäsche natürlich auch umliegen. Dankeschön dafür, weil das gehört dazu. Das dachte ich mir eben auch. Ja, und ein Schulranzen liegt auch da. Ja, das ist halt. An diesem Tisch bin ich, glaube ich, 2 Wochen gesessen. Das wäre der Jugendliche mein Traum gewesen. Jetzt muss ich mal kurz im Chat nochmal schauen. Hi, immer doch Brudi. Hi Maris. Hänge im Foyer. Okay, die sind da gerade im Teamspeak anscheinend. Okay. Bin gerade im Ultimativ TS mit Bekannten reden. Okay, also. Ein Gothic-Zimmer. Ey, ich hab dir auch geholfen. Ja, Maris hat das die Seniorenwohnung angefangen einzubauen. Also, er hat da das Bett und da hat Maris ein bisschen geholfen. Das ist halt das Gute, nachdem ich momentan nicht in der Gruppe war, konnte ich mich ein bisschen von ihm unterstützen lassen. Ja, er hat geholfen. Gut. Und ihr kommt halt theoretisch jetzt zu zweit, trefft ihr euch da. Ich sag mal so, die Mutter ist wahrscheinlich schon in der Küche kochen, Ja. während der Sohn gerade ankommt. Ja, ich schleppe mich mit der Schultasche irgendwie so hinter mir herziehend nach oben. Mama! Bin in der Küche. Ich hau die Schultasche irgendwo hin beim Esszimmer und Leg sie auf lauf. den Tisch. Ich nehme die Schultasche und gebe sie auf den Tisch und latsche Danke. in die Küche, ziehe meine Schuhe so hinter mir. Mama. Was ist denn? So eine blöde Nuss mag mich. Was mache ich? Ist sie interessant? Nein. Nein. Dann ignoriere sie. Habe ich versucht, aber sie redet die ganze Zeit mit mir. Schwer, entweder du ignorierst sie weiter oder du findest ein Thema, was sie absolut nicht interessiert und redest die ganze Zeit darüber. Das gefällt mir. Siehst du, manchmal gibst du richtig gute Ratschläge. Ja. Ich bin doch ein bisschen älter als du.
Viel älter. Das war notwendig. Ja. Mag die Mutter mal auf Kochen würfeln? Unbedingt, ja. Ja, die Mutter hat tatsächlich Kochen genommen. Ich finde das super. Was kochst du denn Gutes? Wollten wir nicht zeitgleich was ausspielen? Das war eine 30. Und eine 26. Es riecht ziemlich verbrannt, wie du in die Küche gekommen bist, der übrigens. Hat Tante Mary wieder gekocht? Nee, ich, aber irgendwie war ich abgelenkt. Was haltest du von einer Fertigpizza? Ja, ist okay. Ich gebe sowas ins Backrohr noch schnell. Okay. Du Mama. Wenn das nicht klappt mit dem Ignorieren und dem Sprechen, wär's dann nicht möglich, dass ich vielleicht den Zaubertrank bei ihr ausprobiere, den ich jetzt. Nein, du probierst keine Zaubertränke an irgendwelchen Schülern aus. Ja, aber der Opa hat sich noch nicht bereit erklärt. Ich habe ihm gesagt, das ist für die Wissenschaft, aber er will nicht. Ja, aber was sagen denn die in der Schule? Ich meine, die müssen ja an irgendwas musst du es ja austesten können. Ich muss jemand finden und Erlaubnis fragen. Ja, frag sie? Die sagt sie ja. Die Tante? Nein, nicht die Tante. Frag das Mädchen. Die sagt sicher ja. Nur blöd ist das, wenn es nicht gut geht. Ja, aber bei anderen Kindern darf ich das nicht, weil dann müssen die Eltern dann zustimmen. Wenn ich das mache, dann kriege ich Probleme. Aber wenn ich es mache und keiner weiß, dass ich es gemacht habe, ist das was anderes. So, liebe Leute, jetzt ist der Punkt, wo wir gerade unverhofft Besuch bekommen. Okay. Tut mir leid. Ich sag, wir drehen jetzt mal kurz hier ab und wir kommen um 19 Uhr wieder online spätestens, würde ich sagen. Was? Dann bis gleich. Ich freue mich, wenn es gleich weitergeht. Bis dann. Kurze Pause.